Jo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, heute mal wieder ein bisschen früher unterwegs, weil ich nachher noch ein bisschen was vorhabe. Aber das soll ja hoffentlich kein Problem sein, also für mich sowieso nicht. Aber das passt, denke ich, auch ganz gut, so wie es ist. So ein bisschen entspannt jetzt Detroit spielen. Das ist eigentlich ganz okay, denke ich, als Plan. Das heißt, diese Woche kommt dann halt mal kein Far Cry, sondern damit geht es dann nächste Woche weiter. Ja, der letzte Detroit-Stream ist ja noch nicht ganz so lange her. Da haben wir uns zwei weitere alternative Enden angeguckt. Ich möchte jetzt gar nicht so ins inhaltliche Detail gehen, weil das ist vielleicht blöd, wenn das einige noch nicht kennen. Ja, wir haben uns zwei weitere Enden angeguckt und jetzt heute würden wir sozusagen anfangen, auf die nächsten Enden hinzuzuarbeiten, damit aber nicht immer nur das Ende vom Spiel gezeigt wird, beziehungsweise weil ich auch jetzt nicht immer Lust habe, immer nur das Ende zu spielen, fangen wir heute sozusagen ein neues Game an. Wir starten wieder bei Mission 1 und treffen halt von Mission 1 an einfach mal so ein paar Entscheidungen anders, die wir damals schon getroffen haben. Ich würde deshalb, weil wir ja sozusagen neu anfangen, auch gar nicht groß um heißen Brei rumreden, sondern gleich ins Spiel reingehen. Und ja, einfach sozusagen damit dann starten auch. Einen Moment, ich muss einmal ein bisschen raustappen hier, das müsste so passen. Cyberlife-Sonderangebot. Vermisst du deinen ST-200-Hostess-Androiden? Wir haben ein einmaliges Angebot. Eine brandneue Chloe, kostenlos. Bist du interessiert? Ich muss gestehen, ich fand das Hauptmenü mit ihr eigentlich schon ansprechender. Deswegen nehmen wir mal hier, ja. Hallo, willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Da haben wir unser altes Spielmenü wieder. Wenn sie wieder sich entschließen sollte, dass sie frei sein möchte, dann kann sie natürlich gerne auch wieder ein Das ist freier Ihre Story-Grafik. Sie Android sehen, sein. welche Teile der Story Sie erkunden und welche Sie verpasst haben. Sie können Entscheidungen anderer Spieler verfolgen und noch vieles anderes machen. Das ist wahr. Wir fangen hier Mit wieder dieser an. Grafik können Sie an jedem Punkt der Story wieder einsteigen. Aber meine Schöpfer empfehlen, dass Sie das Spiel zumindest einmal durchspielen, ohne zurückzugehen. Was auch immer So. passiert. So oder so, es ist Ihre Geschichte. Ja, und hier muss ich jetzt halt gucken, dass wir hier mal so ein bisschen was anderes sehen. Also gerade hier am Anfang gucke ich mir jetzt mal kurz an, hier Fisch retten. Ich weiß nicht, ob da dann das andere ist, Fisch nicht retten. Ja, ich gucke mir das kurz zumindest einmal an. Dann nehmen wir diesmal die Waffe mal mit. Weil es ist ja sonst blöd, wenn ich jetzt hier dann die gleichen Entscheidungen absolut nochmal treffe. Aber zu viel möchte ich auch gar nicht gucken, weil irgendwie ist das auch blöd, wenn ich jetzt so akribisch dann gucke, was habe ich damals entschieden und wie mache ich das jetzt neu. Wir fangen auf jeden Fall an diesem Checkpoint jetzt an, ganz am Anfang und gucken uns das mal an. Mal gucken, wie oft Connor in diesem Stream stirbt. So. Das gucken wir uns natürlich trotzdem einmal an. Das war das Bild, genau. So haben wir ganz von vorne angefangen. Meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Ma. Wir Das müssen jetzt können gehen. Sie doch nicht machen! Na klar kann ich das machen. Ich Warum bin ein schicken Sie guter. keinen echten Menschen? Ich bin gut. Lassen Sie mich endlich zu hier! Diese Stück Scheiße kann jederzeit
Die Frage ist, muss ich mit dem Fisch interagieren? Ja, warte mal. Hinknien. Genau, und jetzt lassen wir den diesmal liegen, damit wir das auch sehen. Oh. Das ist mal ein schickes Aquarium. Also der Fisch, der sieht auch gut aus, ja. Doch. Bisschen wenig Wasser irgendwie, aber... Also, wirkt zumindest, ob der Fisch sieht auch neues aus. Okay, ob das jetzt ein schickes Aquarium ist oder nicht, vielleicht habe ich das jetzt auch ein bisschen früh gesagt. Aber, gut. Dann wollen wir mal gucken, ja. Diesmal gucken wir uns ja auch gar nicht so groß um, würde ich sagen, sondern... Gehen ruhig direkt mal nach hier. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Der feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Ich glaube, wir hatten uns letztes Mal nicht so entschieden. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Letztes Mal habe ich mich umgeguckt, auf jeden Fall. Ich würde sagen, heute gucken wir uns mal nicht so ganz so krass um. Haltet die Positionen. Der Vermittler bleibt hier sein. Sondern gucken uns hier jetzt einfach mal so ein bisschen um. Ach, jetzt ist ja wieder diese Analyse. Ja, genau, die müssen wir auch machen. Zwei, wo ist das dritte? Da. Und das vierte. Hä? Oh Mann. Da, genau. Die Schulter. Dann denkt man weiß, wo es ist, weil man das ja schon kennt und dann weiß man doch nicht, wo es ist. Ja, rekonstruieren wir es auf jeden Fall. Ich finde diese Rekonstruktion war aber irgendwie ziemlich cool, muss ich gestehen. Zum Beispiel, wenn man dann so sieht, was passiert ist. Okay. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, definitiv nicht. Dass der ersetzt werden sollte. So, mal gucken, was haben wir hier. Also mit anderen Worten, er ist wahrscheinlich durchgedreht, weil er ersetzt wurde. Okay. Da haben wir auch die anderen beiden schon gefunden. Ich meine, das hatten wir ja alles schon einmal gesehen, auf jeden Fall. Ja, rekonstruieren wir das auch. Und analysieren wir das Ganze natürlich.
Okay, er wurde verletzt, der Abweichler auf jeden Fall. Und die Pistole ist dahin gefallen. So. Gucken wir uns trotzdem noch um. Das können wir uns anschauen. Ja, komm, das gucken wir uns auch mal kurz an. Aber das ist nicht zu lesen. Okay, gut. Ich dachte, vielleicht ist das jetzt auch sowas, was man lesen kann. Haben wir uns hier schon umgeguckt? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Das erste Mal, dass ein Android einen Menschen tötet. Ja, machen wir wieder stumm hier. Hören wir uns jetzt nicht ewig an. Und wir machen den Herd mal aus. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Keine Ahnung. So, jetzt ziehen wir die Waffe mal auf. Und diesmal nehmen wir die Waffe. Guck mal, ich habe einen Dialog oder einen Ortschaft freigeschaltet. Das ist auch mal cool hier. Ja. So. Dann analysieren wir mal hier das Blut. Das ist ja von dem Androiden, der ja verletzt wurde durch den Polizisten. Ja, gut, das kennen wir ja jetzt alles schon. PL-600 ist das Abweichermodell. Wahrscheinlich sollte es durch ein neueres Modell ersetzt werden, ja. Und wir untersuchen natürlich auch das noch. Das ist der Kinderschuh von dem Mädchen, genau. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das doch mal an. Neues machen? Nö, eigentlich nicht. Okay. Der Polizist lebt. Sein Bein hat gezogen. Was passiert denn, wenn ich ihn da draußen gehe? Geht's dann einfach nicht weiter? Muss ich nach draußen gehen oder kann ich auch, irgendwie mit irgendwem reden? Ne, ich muss nach draußen gehen, glaube ich. Ja, gut, okay. Okay, ich möchte mich jetzt ja auch nicht 80 Jahre umgucken, ne? Wir gehen mal nach draußen. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! So. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Daniel. Den Namen haben sie mir gegeben. Bleib weg! So, jetzt kann ich hier mal ein bisschen umgucken kurz. Oder ich schieße! So! Jetzt nicht mehr! Warum habe ich die aufgenommen, wenn ich sie sofort wieder wegwerfe? Du bist defekt, Daniel!
Es gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt wieder in Ordnung. An mir ist nichts kaputt. Ich funktioniere perfekt. Aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich werde mich nie wieder demütigen lassen. Ja, muss ja auch nicht. Nie wieder. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Okay. Sieh, was du getan hast! Du sollst doch den Menschen dienen, nicht sie umbringen! Als was sollte ich ihnen dienen? Als Sklave? Als Spielzeug? Ich wollte ihnen bloß etwas bedeuten. Ich wollte wichtig sein. Ich wollte doch nur jemand sein. Boah, das ist echt heftig, aber ich möchte ja jetzt so viel. Ist alles okay, Emma? Ich möchte ja jetzt so andere Entscheidungen treffen, ne? Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben. Du musst ruhig bleiben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Ich glaube nicht, dass sie auf mich hören! Ich bin deine letzte Chance, Daniel! Wenn du sie nicht ergreifst, bist du tot! Lass das Mädchen gehen, du hast keine andere Wahl. Letztes Mal hat er auch auf mich gehört und ist auch erschossen worden. Ne? Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Gut. Schöner Fahrt war ich. Kaum zu glauben. Aber offensichtlich ist Connor gerade gestorben. Das ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisherigen eingeschalteten Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Wege Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das machen wir ganz am Ende. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Ja, mal gucken. Good morning in the morning, Monkey. Na, alles gut bei dir? Ja, gut. Damit haben wir hier auf jeden Fall ein anderes Ende gesehen als das erste Mal, was wir ja auch wollten, aber Connor ist halt schon wieder gestorben. Also es bleibt halt irgendwie dabei, ne? Das ja, bei mir ist auch alles gut soweit, Monkey. Freut mich zu lesen. Mann. Ja, gut. Damit haben wir auf jeden Fall das nächste Ende gesehen. Wie gesagt, irgendwie hat Lucy recht, irgendwie wird es hier zur Tradition, dass Connor hops geht, ne? Der geht irgendwie oft hops. Das ist irgendwie schon wahr. Ich weiß nicht so genau warum, aber schon Mutti gratuliert. Ja, habe ich schon, Tatsache. Aber ich bin auch heute Nachmittag noch bei meiner Mutti.
Also heute Mittag, Nachmittag. Das habe ich nicht vergessen. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Voll gemein irgendwie, ne? Dass man hier so in einem Laden stehen und dass sie aber so stehen müssen. Er macht absolut alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, Reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat auch viel mehr Funktionen. Ja, war ja klar. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Was teurer und mehr Funktionen? Ich mag den Kerl nicht. Oh ja, moin. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Moin, Dot. Ah, verstehe. Wie auch mal immer. Gucken, wie es diesmal bei dir läuft, du. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Mein Name ist Mappy. Ja, jetzt gucken wir uns den Anfang, das kippe ich natürlich jetzt nicht, weil ich finde die Musik einfach echt schön und ich finde, man kann sich diese Bilder auch gerne nochmal angucken. Deshalb skippe ich das jetzt mal nicht. Ja, da ist die Welt in Detroit noch in Ordnung, so wie das aussieht, ne? Wenn ich jetzt an die letzten Streams so denke, war da ja auch mehr Chaos als alles andere. Mal gucken, wie wir Detroit diesmal ins Chaos stürzen, ne? Mit Marcus, Kara und Connor. Ich meine, unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Connor jetzt schon wieder am Sterben ist, so wie das irgendwie andauernd passiert. Ich glaube, der ist jetzt innerhalb von vier Enden habe ich jetzt gezeigt. Beziehungsweise haben wir schon gesehen und ich glaube, er ist dreimal beim ersten gestorben. Dann beim zweiten Ending ist er, glaube ich, nicht gestorben. Irgendwie vier oder fünf Mal. Auf jeden Fall, ja, fünf Mal, glaube ich, ist er jetzt. abgeschaltet worden. Er ist ja nicht gestorben, weil das ist ja ein Android. Er ist abgeschaltet worden, sagen wir es so. Das hört sich ja gleich viel besser an. Ja, mal gucken, wie seine Statistik weitergeht. Bis jetzt der Android, der am häufigsten von mir abgeschaltet wurde.